So, sind wir wieder zurück. Und ich hatte es ja schon angekündigt, wir probieren jetzt dann endlich mal den Unterseeteil aus. Ich habe keine Ahnung, was und wie viel wir von dem Zeug brauchen werden. Schusswaffen werden uns unter Wasser eh nichts nützen, also lassen wir die direkt da. Ich weiß nämlich auch nicht, ob und wie wir Inventar gestellt kriegen. Und da hier alles ein bisschen in Richtung Raten geht, bevor ich es ausprobiere, hm? Typisch. Also werden wir ein bisschen was wohl noch verkaufen müssen. Ich habe es im Übrigen zwischendrin noch mal ausprobiert. Diese Vögel geben nur gerösteten Vogel, sonst nichts. Mal sehen, wovon haben wir denn viel zu viel? Hier, die können zum Beispiel weg. Die möchte ich behalten. Die bringen jeweils schon genügend. Also auch wenn momentan von Entwicklerseite beim Spiel nicht sehr viel rumkommt, und ich habe es nachgelesen, da ist wohl eine kleine Familientragödie passiert, das ist also verhältnismäßig verständlich, dass da momentan wenig Bewegung drin ist, hat man doch verdammt ambitionierte Ziele und die finde ich überaus beeindruckend. Noch beeindruckender als das, was Raft bis jetzt ist. Das fängt ja gut an. Haben wir ihn verjagt? Offensichtlich nicht.
Himmel. Hallo Puma. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Ja, ist klar. Gut, aufgeben gehört ja nicht so zu meinen Stärken, deswegen probieren wir das hier nochmal. Immerhin hatten wir vorher großzügig eingekauft. Wo ist die? Na, ist der das? Nee, das ist die Handelsstation. Da ist er. Hoffen wir mal, dass das so eine Problematik war, die hauptsächlich mit der zweiten Stadt zusammenhängt und eben nicht. Aha, toll! Unsere bezahlte Gebühr gilt also auch für. Okay, mit dem Ding komme ich wieder nach oben offensichtlich.
Frage ist, sehe ich das im Dunkeln auch auf ausreichende Entfernung? Ich hoffe doch mal. Ich habe so die Ahnung, dass mit dem Sauerstoff es zwischendrin irgendwie zwei Blackboxes. Ich würde fast sagen, damit hat sich der Ausflug schon gelohnt. Okay, das orangene Symbol. Okay, ist auch noch ein bisschen leblos hier unten alles. Aber, und großes Aber, das war genau das, was der Entwickler angekündigt hat, bevor er dann halt... Oh, Sauerstofftanks, okay. Dass er hier noch Content hinzufügen will. Und es macht ja durchaus den Eindruck, dass das notwendig ist. Was mir hier so ein bisschen fehlt, wäre zum Beispiel eine Sauerstoffanzeige, die mir sagt, dass ich ein bisschen dünn dran bin, aber bei der Menge an Sauerstoff, die wir finden, scheint das nicht so das Problem zu sein. Könnte das dieses 77 von 100 sein? Okay, das ist definitiv ein Abysswurm. Warum auch nicht? Ich habe durchaus Interesse an einem Unterwasserkill. Das Meer hat uns einmal gekillt, jetzt wird es vielleicht Zeit für eine Revanche. Wenn wir denn in der Lage sind, dieses Ding zu töten überhaupt. Okay. Den Zeitaufwand betrachtend fand ich es jetzt irgendwie, naja, okay. Bedenkt man, wie viel Beute wir hier rausholen.
Und die Tatsache, ich gucke einmal nach. Bring these to the backpack. Ah, okay. Unsichtbare Barriere, ich verstehe schon. Also, ich bin immer noch total begeistert von der Idee, die dahinter steckt und von der bisherigen Umsetzung. Klar, da muss noch viel Arbeit reingesteckt werden. 47 Scrap Metal. Also, das hier ist für einen Meeresboden, wenn ich mal so die Grafik aus Subnautica als Vergleich heranziehe, ne? Ist das gar kein Vergleich. Ich versuche das Areal möglichst großzügig abzugehen. Unser Tauchgang soll sich ja schließlich lohnen. Auch solche Sachen wie dieses Unterwasserschweißen werden mit Sicherheit verbessert werden. Hast noch ein Autowrack? Okay, vielleicht hätte ich mir Subnautica nicht vorher angucken sollen, dann wären die Erwartungen nicht so groß gewesen, gebe ich ja auch zu. Aber trotzdem ist. Von der Idee steckt hier schon eine Menge Positives drin. Fehlt nur noch der Rest der Umsetzung. So, sehr schön. Gut, hier sind Sauerstofftanks. Die tun noch nichts für. Unseren Sauerstoffgehalt. Es kann natürlich bedeuten, dass das Ganze automatisch erledigt wird. Was durchaus nicht unsinnig wäre.
auch ein Auto. Also in der Unterwasserwelt kann man eine Menge mehr machen. Klar. Ich gehe auch mal davon aus, dass wir einen Punkt erreichen werden, wo ich dann einfach sage, okay, jetzt legen wir das Spiel erstmal ein bisschen beiseite, bis der Entwickler sich wieder gefangen hat und weiter an dem Spiel arbeitet. Warten ein, zwei Updates ab. Es reagiert. Aber offensichtlich nicht nützlich. Aber vielleicht sollte ich es nochmal bei einem Baum versuchen, wenn ich einen hier irgendwo finde. Noch zwei Blackboxen. Okay. Okay, so kommen wir an Seaweed. Wobei wir davon nicht so viel brauchen. Warum habe ich das nicht vorher gesehen? Vielleicht, weil ich in die falsche Richtung gelaufen bin.
Ja, so kommen wir an Holz. Rein sicherheitshalber laufe ich schon mal in Richtung des Signals. Aha. Gut, dann können wir tatsächlich den Ausflug noch ein bisschen verlängern. Ich sag mal so, in eine Mangelsituation dürften wir ja erstmal nicht so sehr kommen, was Sauerstofftanks angeht. Und so lange wie ein Tank vorhält, also ein voller Tank, okay, ich glaube, das ist so nicht gedacht. Dem Spiel fehlt definitiv noch eine Menge Feinschliff. Und ich glaube, Anglerfische sollten nicht menschliche Beute droppen. Ist jetzt mal so eine Theorie. Aber wollen wir mal nicht kleinlich sein. Okay, hier habe ich aber gerade eine Etage übersprungen.
Okay, wir müssen unseren kleinen Ausflug so oder so abbrechen. Zum einen bin ich zu sehr verletzt und zum anderen kann ich in dem Anzug nicht trinken. Aber das macht nichts. Wir haben so viel Beute einkassiert. Oh, ich kann mein Schiff. Oh, okay. Okay, da habe ich eben gar nicht dran gedacht. Vorsichtig. Für 50 jeweils bezahlen die uns mal locker den Trip, hm? Die Menge an Ressourcen ist durchaus beachtlich. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass das Spiel, dass die Maus auf einmal so überempfindlich reagiert. Wahrscheinlich hat das was mit unserem Wiederaufstieg aus dem Meer zu tun. Nichtsdestotrotz ein äußerst nützlicher Ausflug. Naja, zum Motel wollte ich rüber. Hotel. Ja, zur Gaststätte. So, wo haben wir denn unsere Villa? Ah ja. Er kann sich noch immer nicht ganz genau entscheiden, wie ihre Physik sein soll. Aber okay. Wir haben 45 Tech Points. Das ist ja schon mal was.
Na, vielleicht nicht so radikal nach Norden. 20 improvisierte Batterien. Okay, wir haben also definitiv nicht genügend Essig dafür. Alles andere reicht. Ein klein wenig übertrieben vielleicht. Da kommt hoffentlich eine Menge bei raus.
Hat er das jetzt abgebrochen? Boah. Okay, nicht aufregen. Ja, das Wetter ist ganz schön heftig. Davon lasse ich mich aber nicht aus der Ruhe bringen. Dem Wetter ist ja gar nicht mehr daran zu denken, Haie oder sowas jagen zu gehen. Das ist eine etwas dünne Ausbeute. Reicht aber. Lustigerweise dauert das nur ein paar Sekunden. Wieso habe ich jetzt auch, okay, 20 leere Plastikflaschen? So viele brauchen wir im Leben nicht.
Aha. Metallrahmen. Ein grundlegendes Fass. Woher bekommen wir jetzt das Fass? Okay. Schauen wir mal, ob wir beim Chemiker vielleicht so ein Ding bekommen können. Essig. Sollte er jetzt nicht zu Sachen zählen, die er nicht vorbereiten könnte. Geparkt. Okay, das dauert nicht lange. Hoffe ich. Immerhin, die 20 Flaschen sind kein Verlust für uns.
Okay, Alkohol dauert auch nicht lange. Okay, und währenddessen gehen wir Wale jagen oder keine Ahnung was. Dafür müsste man nämlich noch genügend Munition haben. Von hier aus stur nach Westen. Das sollten wir hinkriegen. Hey. 900 Sekunden sind 15 satte Minuten. Finde ich ein bisschen extrem dafür, dass andere Sachen 30 Sekunden dauern. Immer wenn unangekündigt die Musik losgeht, bin ich ein bisschen nervös, dass plötzlich Piraten um die Ecke segeln. Ich habe eben noch irgendwo eine Flosse gesehen. Keine Chance. Bei dem Wetter kann man sich das Jagen auch direkt sparen. Nee. Oder?
Das fällt eher unter die Kategorie Glückstreffer, aber. Ist immer noch 10 Minuten. Keine Chance, der ist weg. Gut, dann. Südlich. Und das ist ein richtiger Wal, mit dem können wir uns auf so einem Schiffchen hier überhaupt nicht anlegen. Der pflückt uns nämlich gepflegt auseinander. Und jetzt, wo ich weiß, wie viele Blackboxes wir aus dem Meer holen können, wenn wir den Taucheranzug nehmen, sehe ich auch keinen wirklichen Grund mehr, hier diese Technologiebojen anzugreifen. Simpler Grund. Da haben wir immer einen Kampf an der Backe. Und wenn wir tauchen gehen, die Kämpfe sind verhältnismäßig einfach. Mal sehen, wie lange dauert es noch. Naja. Solange gucken wir uns einfach anderweitig um. Eine Insel.
Die heißen fleischfressende Inseln und ich glaube, dieses Skelett sollte uns ein Hinweis darauf sein, warum die so heißen. Und als erfahrener D&D-Player bin ich natürlich immer bereit, von verdächtigen Bäumen weit wegzustehen. Haha. Okay. Viel Holz, viel Gefahr. Okay, offensichtlich nicht jedes Mal. Eigentlich wollte ich mir solche Inseln für später aufheben. Okay, die Ecke kann man sich eigentlich mal merken. Ich werde allerdings, wenn wir können, was ist das? Baumsaat. Okay, das heißt, nachdem wir das Fassrezept uns geholt haben, bleibt uns immer noch ein Bestand an 5 Batterien über.
15 Batterien. Genau so hatte ich es ja geplant. Okay, wir müssen also. Uns noch ein bisschen beschäftigen. Immerhin. Okay, das Symbol kann tatsächlich ein Schiff sein. Und die Insel erkennen wir ja wenigstens wieder. Wieso haben wir hierfür nichts gekriegt? Verdächtig. Frisst einen beträchtlichen Bestandteil unserer Vorräte, sollte es aber wert sein. Das blöde Vieh beißt in unser Boot und ist dann weg. Aha.
Und ich habe nur was im Wasser zucken gesehen. Okay. Dann. Gucken wir, dass wir mal wieder ein bisschen aufgeräumt bekommen. Das Boot müsste ich zwischendrin mal reparieren. Das kann auch erstmal beiseite. Die bleiben hier, die können beiseite. Das heißt, ich brauche Epoxid. So. Okay. Nochmal. Da möchte ich aber nicht schnell hinreisen. Einfaches Reisen würde mir reichen. Also nach Nordwesten. Was mich jetzt an der Harpune tatsächlich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass was auch immer wir damit erlegen, nicht an einem Seil quasi befestigt ist und von uns eingeholt werden kann. Und jetzt nach dem Westen. Schauen wir mal, was es da so zu fangen gibt. Okay. Wuhuhu. Okay, so kann man natürlich auch an Pfeile kommen.
Und an Munition und... Mal sehen, von hier aus nach Nordosten. Oh, da kann man ja nicht viel falsch machen. Die Harpune ist ein echter Gewinn. Auch das ist einfacher, als es sein sollte. Treibstoff, Plastik. Viel einfacher, wenn ich bedenke, wie teuer Treibstoff ist. Oh, nochmal hallo. Warst du zwischenzeitlich weg? Bin ja auch schon wieder 1,5 Stunden dran. Okay, sieht friedfertig aus. Entschuldige, ich könnte gerade ein bisschen den Faden verloren haben. Wen herstellen? Weil unsere große Errungenschaft ist gerade die Harpune. Ach, Treibstoff. Okay, ja, das macht Sinn.
Okay. Nicht nett. Das werdet ihr teuer bezahlen. Wieso das? Jetzt sag nicht, weil die Version 1.0 kommt, weil dafür habe ich ja extra das Upgrade ausgeschaltet, sodass ich auf Version Beta 18 bleiben kann. Ah, okay, das war ein feindliches Camp. So viel hätte ich denen nicht mal zugestanden. Eine Blackbox, ja, macht die Geschichte die Mühe wert. Batterien. Okay, das könnte man auch häufiger tun. Okay, das geht auch nicht. Ah, okay. Jetzt ist es mein Camp, hä? Ich möchte das Ding an meinem Boot dran haben. Okay. Wie gesagt, das. Oh gut, RimWorld ist 5 Jahre alt, ne? Alter ist nur eine Zahl. Ich sag mal so, man kriegt ja Content, ne? Es ist jetzt nicht so, als ob man eine reine Alpha-Version mit gar nichts bekommen würde und der Entwickler ist mit dem Geld weg. Ja. Da ist die.
Kiste. Und selbst wenn, auch dann ist das einfach eben so. Ich habe schon größere Verluste abschreiben müssen. Und in diesem Fall wäre es schade, weil das Spiel halt ein immenses Potenzial hat. Dann bliebe darauf zu hoffen, dass Wrath das nächste Landless wird. Was ich im Übrigen auch cool finden würde. Und ich wäre durchaus dann bereit, naja, sofern ich das Geld hätte, das Geld nochmal auszugeben für Raft. Ja. Wie gesagt, unter der Prämisse, dass ich es überhaupt hätte. Und wenn der Entwickler tatsächlich nicht weitermacht, dann klaue ich ihm einfach seine Idee, sobald ich mit dem Studium fertig bin und mache das Spiel selber. Ich finde die Idee wirklich so gut, dass man sich damit die Mühe machen kann. Zwei Cases of Chemicals. Da ich noch keine Kiste Chemikalien gesehen habe, sondern nur einzelne Chemikalien. Boah. Ein Sturmgewehr. Mit dem Sniper eigentlich glücklich. Nee. Also ich würde mal sagen, ich lege unseren Charakter jetzt ein bisschen schlafen. Und dann machen wir hier einen Cut. Ich habe morgen recht wenig Unterricht, weil alle Lehrer sind auf einer Klassenfahrt, zu der ich nicht mit durfte. Deswegen zur Strafe bleibe ich einfach zu Hause und schlaf aus. Falls das tatsächlich so, wie du das beschreibst, kommen würde, und ich habe selber auch nachgeguckt, dann würde YouTube wahrscheinlich selber dagegen massivst auf die Barrikaden gehen. Weil dann würde denen nämlich eine Menge, wirklich große Menge von Videos mit sofortiger Wirkung entgehen und die würden immens viel verlieren. Das wäre zu einem beträchtlichen Teil der Tod von YouTube. Weil das bisschen eigener Content, der wirklich 100% eigen erschaffen ist, hoffentlich IT bzw. Programmierung und Softwareentwicklung. Ich glaube nicht, dass, wenn das tatsächlich so wäre, YouTube wäre schon längst sowas von auf die Barrikaden gegangen dagegen. Und wir wissen ja, wie viel Macht Google im echten Leben plötzlich ausüben kann, wenn es um ihre Profite geht. Dementsprechend glaube ich,
Und selbst wenn das umgesetzt wird, wie gesagt, dann wird es Gegenklagen geben, dann wird das Ganze ausgesetzt, dann wird das furchtbar lange dauern, gespeichert ist. Gehen wir erstmal ins Menü zurück, dann können wir uns nämlich noch kurz unterhalten. Und YouTube ist eigentlich einer der Hauptgeschädigten dadurch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das einfach ignorieren. Denn wenn du mal überlegst, wie viele Jahre an YouTube-Videos sich nur mit Gaming beschäftigen, nur Gaming-Videos wie meine sind. Ja. Das nächste ist, was ist mit all den Videos, die Erlaubnisse haben? Die darfst du nämlich nicht sperren. Die sind nämlich vollkommen erlaubt. Dadurch entsteht ein Schaden. Und tatsächlich könnte es dann zum Beispiel vorkommen, dass die Europäische Union von, sagen wir zum Beispiel, mir verklagt wird, weil mir Werbeeinnahmen entgehen. Okay, von mir in Tatsache nicht, aber nehmen wir zum Beispiel Gronkh. Wie viel entgeht dem dann pro Monat, weil seine Videos plötzlich alle weg sind? Und der hätte tatsächlich einen Punkt damit. Denn nichts, was der gemacht hat, war illegal. Aber, wie gesagt, abwarten und Tee trinken. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Außer Gazpacho, das ist eine kalte Suppe. Und ja. Und Borscht, glaube ich, auch. Naja, und Sushi wird auch nicht heiß gegessen. Okay. manchmal sind Sinnsprüche einfach nur ein bisschen unsinnig. Egal. Wir sind jetzt hiermit fertig. RimWorld kommt heute Abend auch. Ich weiß nicht, ob ich dann danach noch eine Runde mit dem Trabi durch den Osten ziehe. Das könnte ich aber durchaus machen. Hätte ich wieder Lust drauf. Jetzt, wo ich ein bisschen Zeit habe. Jetzt kommt natürlich mein übliches Danke fürs mit dabei sein. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, genau, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!